dann lassen wir Schlumpfine mal hier alleine. Und wir gehen noch mal rauf zum Kissen. Hier hat sich einiges freigeschaltet jetzt. Schlumpfblütestraum, da düsen wir mal hin. Luftige Hüpfspiele. Pilzchen. Ein Pilzchen und wir sind schon runtergefallen. Immer von Blatt zu Blatt, sonst geht das nicht. Die Blätter halten ja lange. Das ist ein bisschen ein Vorteil. Wo hat es jetzt was gegeben? Hier unten oder oben? Oben. Hier geht's auch noch rüber. Jetzt haben wir alle Pilze. Das geht ja gut dieses Mal. Hinten war noch ein Hebel versteckt. Das nehmen wir auch noch mit. Und gehen jetzt zu diesem Loch.
Titel 2, stürmische Drehungen. Oh, hier ist ein anderer Blickwinkel hier. Ja, da müssen wir, glaube ich, nachher hin. Wir gehen zuerst mal hier rüber. Hier ist unser Pilzlein. Und voll runter. Aber wir haben unseren Pilz. Also, wir probieren das nochmal hier. Dieses Mal gehen wir aber geradeaus. Und nehmen noch die Kirschen mit. Wir haben unsere Kanone wieder erhalten und können das anhalten hier. Oh oh, wir müssen das im richtigen Augenblick anhalten, am besten so. Da drüben ist unser Pilz. Wie kommen wir hier rüber? Oh, wir müssen... Okay. Oh, so eben nicht. Aber so. Zweiter Pilz. Sind wir wieder hier? Und gehen raus. Wieso können wir da nicht reinballern? Oh Mann! Okay, das machen wir nochmal. Jetzt halten wir an und gehen rüber. Und wir sind bei unserem Pilzlein. Alle drei Pilze haben wir. Hau ab! Oh!
Glückwunsch, du bist gerade aufgewacht, Blossom. Wir schauen mal zu ihr rauf, da. Hier ist sie. Auch wieder wach. Sehr schön.